Na, kommt mal mit. Ich zeige euch mal, was jetzt abgegangen ist. Endlich das Update aus der Wäscherei. Nicht so gut, aber kommen wir gleich dazu. Erstmal, ihr habt gesehen, wir haben Mittwoch haben wir den Teddy Release gemacht. Ja, war cool. Also mussten nicht nach 24 Stunden, sondern nach 59 Minuten, um genau zu sein, schon ja, offline gehen, weil wir ein bisschen Angst hatten, dass wir den Stoff überstrapazieren. Und wir sind schon fleißig am Nähen. Also nach im Prinzip 2 Arbeitstagen, hier seht ihr schon die ersten Pieces. Da hinten liegen die nächsten Pieces. Es ist am Laufen. Und wir werden für insgesamt für alle vielleicht 7 bis 9 Tage brauchen. Und das Beste daran ist jetzt, wir hatten noch diesen Futterstoff. Haben wir irgendwo ein Sample? Ja, wir haben da vorne eins. Wir hatten ja dieses Sample mit diesem klassischen Futterstoff, wie es halt ja, handelsüblich ist. Ne? So wird es ja immer genutzt. Mit diesem Futterstoff. Ey. Es ist überhaupt nichts Schlimmes. Es ist ein super Futterstoff, wirklich ein hervorragender und gerade nicht günstiger Futterstoff. Aber es ist ein kuscheliges Produkt und ich finde, das muss schon kuschelig sein. Deswegen habe ich alles getan, was ich tun konnte, habe jeden Hersteller genervt, den ich nur kannte, dass wir Teddy-Einlage bzw. Futterstoff bekommen. Und wir bekommen ihn. Und Expressbehandlung und sofort Überweisung. Und er kommt Montag, Dienstag schon. Das heißt, ihr werdet alle, die Single Layer sich bestellt haben, werden kein Futterstoff bekommen, sondern Fließfutterstoff. 10-mal so kuscheliger, 10-mal kuscheliger. Glaubt mir, ihr werdet es einfach lieben. Es war wirklich cool. Also ich weiß gar nicht, wo in letzter Zeit dieser ganze Support, diese Unterstützung hier bei Wishu und allem drum und dran kommt. Es ist einfach, ey, ich kann das echt einfach nicht genug sagen. Es ist einfach geisteskrank. Und ihr seht schon, das muss ich euch zeigen, wir haben hier eine spezielle Station in die Mitte aufgebaut, unabhängig jetzt von den anderen Maschinen dort, weil einfach das praktischer und handlicher ist. Und das soll in Zukunft ja genauso sein. Das heißt, wenn wir für ein bestimmtes Produkt eine Kette aufbauen, stellen wir die Maschinen, die da liegen, hier in Reihe auf, dass man zur Hand arbeiten kann, was es halt viel einfacher macht. Aber hey, Wäscherei-Update. So ein großes Update gibt es eigentlich gar nicht. Also wir haben ja einmal einen Teil davon, was beschädigt ist. Ich habe mit denen gesprochen, die sagen auch, hey, so klar passiert, so ich soll jetzt immer einen Gegenvorschlag machen, wie wir das aus der Welt schaffen. Ich habe es immer noch nicht gemacht, sage ich euch ehrlich. Die letzten 2 Wochen sind rumgegangen, als hätte ich gar keinen Kopf auf. Ich habe einfach kein Zeitgefühl mehr. Es ist so stressig, es ist so viel passiert, es ist so viel kaputt gegangen und schief gegangen in letzter Zeit. Ich habe gerade einfach eine unfassbare Pechsträhne persönlich. Hier im Unternehmen ist die gefühlt vorbei. Das ist Wahnsinn, wie es hier läuft. Überlegen ja schon, die nächsten Leute einzustellen bzw. zu planen, denn wir wollen ja die Näherei auch für externe Aufträge freigeben und das ging jetzt alles ein bisschen schneller als gedacht. Aber wir haben die Kapazitäten, wir haben das Wissen, wir haben die Technik, wir haben die Maschinen, um das zu tun und das wäre so einer der Hebel, um das Unternehmen vielleicht wenigstens auf eine schwarze Null und profitabel zu kriegen. Zurück zur Wäscherei. Ich bin schon wieder abgeschweift. Ich werde dann jetzt nächste Woche einen Vorschlag machen. Ich will jetzt natürlich jetzt auch nicht, dass die komplette Last tragen. Das ist natürlich auch scheiße. Es ist ja irgendwo eine Partnerschaft. Für mich ist es halt unfassbar kacke, weil jedes Cent wirklich, du musst jeden Cent 20 Mal umdrehen. Und ich habe ja auch ein paar Maschinen, die wir hier hatten, weggegeben. Also, dass ihr seht, also ich versuche dann wirklich Maschinen, die ich eher weniger brauche, zu tauschen gegen Maschinen, die ich brauche. Zum Beispiel haben wir endlich eine Knopflochmaschine und eine Wäschelochmaschine. Also eine Maschine näht Knöpfe an und eine Maschine macht die Löcher dafür da. Und die stehen hier. Darf ich vorstellen? Die 2 neuen Maschinen. Das ist aber auch nicht alles. Wir wollen ja Jeans, wir wollen ja Hosen, wir wollen ja Hemden nähen. Gerade für die Kollektion arbeiten wir auch schon. Und wir wollen natürlich hier mit dieser speziellen Maschine. Ja, ich weiß, die schaut echt crazy aus. Unfassbar teure Maschine, erfüllt nur einen Zweck, macht im Prinzip eine Kappnaht. Kappnaht ist die Naht, die ihr bei Jeans kennt, diese doppelte Naht. Das ist alles, was sie tut. Ist eine unfassbar schwere Maschine zu bedienen, erfordert unfassbaren Skill und da muss man erstmal reinkommen. Sogar ich bin komplett verzweifelt an dieser Maschine. Das heißt, einer der Mitarbeiter und ich sowieso immer mit dazu, müssen uns da reinfuchsen, reinarbeiten, wenn wir es jetzt brauchen. Es ist halt Wahnsinn. Und heute, ey, wir haben jetzt 18 Uhr, dass ich euch keinen Scheiß erzähle. Ne? 18 Uhr, ich bin seit heute Morgen. Für mich ist der Samstag ein ganz normaler Arbeitstag. Also es gibt so gesehen kein Wochenende für mich. Ich bin seit heute Morgen hier. Was wir erstmal draußen gemacht haben, wir mussten in den Beton, also in diesen Außenbereich, eine Rille reinschneiden, weil wir teilweise mit Regen Probleme hatten, dass er durch das Tor durchgedrungen ist. Und danach, ab mittags, habe ich die Gunst der Stunde genutzt und habe mich zum Elektriker-Boss verwandelt. Ihr werdet lachen. Aber
ich brauche ja hier, wo der Zuschnitt ist. Ich zeige euch das einfach mal. Ich brauche das hier, was schon da oben ist. Seht ihr? Hier, genau. Das ist so ein, ja, ein Kabeltrommeln mit einer Automatik. Ich führe euch das einfach vor, Mann. Wo sind wir denn hier? Also, Achtung. Ziehe ich das Kabel. Und dann, wenn ich will, dass es zurückgeht, geht zurück. Und warum brauchen wir das? Das zeige ich euch natürlich auch. Also, wir haben unser Zuschnittmesser auch bekommen. Ein unfassbares Schmuckstück, aber ich würde es euch nicht vorenthalten. Da unten liegt die. Einfach das teuerste, was wir hier im ganzen Betrieb haben. Und die wird nicht mal auf den Tisch gelagert, sondern schön da unten, dass sie ja nicht umfallen kann, dass nichts kaputt gehen kann. Wenn die kaputt geht, muss ich mich selber erwürgen, muss man dazu sagen. Ey, aber wir haben ja auch hier ein Messer, ne? Das heißt, um den Stoff hier zu schneiden etc. Und da oben musste auch eine Steckdose hin. Seht ihr, die Steckdose ist erfolgreich installiert. Die funktioniert. Die Problematik ist jetzt, warum ich jetzt noch im Betrieb bin und jetzt noch nicht nach Hause gegangen bin. Natürlich, weil ich ein Video drehen muss. Aber auch, weil das hier nicht funktioniert. Kommt kein Strom. Ich habe da drüben, habe ich das Ganze verteilt, den Strom neu verteilt, hier das Kabel nach oben. Es funktioniert nicht. Und was macht jeder erwachsene Mann, wenn etwas nicht funktioniert? Man ruft Papa an. Papa ist halt der Beste. Er ist Handwerker, schafft auf dem Bau, Polier, kann alles von Elektrik, alles drum dran. Der kommt jetzt gleich, wenn sie auf dem Nachhauseweg sind, hier vorbei, schaut sich das an, was ich da veranstaltet habe, lacht mich erstmal aus und dann hilft er mir. Ich glaube, das funktioniert. Ja, nächste Baustelle. Ich will euch auch sagen, was wir an Baustellen hier vorhaben. Nächste Baustelle ist diesen Lager und Versand, den wir da drüben haben. Den hier, da drüben hier, der kommt hier komplett raus. Hier, auch die Bügelstation kommt komplett raus hier. Das muss hier alles raus. Denn wir brauchen hier langsam immer mehr Platz. Und jetzt auch, wenn Kundenaufträge reinkommen und alles, dann wird es ein bisschen eng. Ich hoffe, ihr habt aber auch zum Black Friday nicht so viel Geld ausgegeben. Denn ihr wisst, ich bin kein Fan von Black Friday. Und ich habe gar nichts gemacht. Ich habe bei Visio sowieso nicht, würde ich niemals machen, eine Aktion machen, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Man weiß ja nie, aber ich glaube eher nie. Beziehungsweise auf YouTube habe ich auch nichts gepostet, gar nichts. Also mich interessiert das ja unfassbar null, zero, nada, niet. Ich war einfach nur froh, dass es jetzt vorbei ist, denn ich will ja schon seit 3 Wochen das ankündigen mit dem Sample Sale. Wir haben ja unfassbare Einzelstücke, wir haben unfassbare B-Ware und viele, viele Shooting-Samples, die wir ja teilweise um 50% günstiger anbieten, falls ihr euch daran erinnert. Und das ist halt wirklich eine Chance auch für die Leute, wo sagen, hey, Made in Germany ist gerade aktuell für mich zu teuer. Das wird unser größter Sample-Sale überhaupt, muss man einfach dazu sagen. Und ich kann eins verraten, es wird ein Exclusive Release geben zum Sample-Sale. Und das ist ein, ja, seht ihr dann, zeige ich euch, wenn es soweit ist. Aber eine gute Nachricht gibt es auch zum Thema ISA. Ich habe den Stoff tatsächlich bestellt. Also jetzt ist es nur eine Frage der Zeit, wie die Hersteller ausgelastet sind und wegen Feiertagen, bla bla bla. Aber wahrscheinlich, vermutlich Anfang Januar, können wir damit rechnen, dass es zu uns kommt. Aber ich habe ein paar Änderungen gemacht, auch am Stoff. Musste ich machen. Man muss sich die Zeit nehmen. Ihr wisst, 99,9%, aber 99,9999%, es geht immer weiter. Optimierung bleibt nicht stehen. Auf jeden Fall in der Länge hat es bekommen, ne? Also muss man dazu sagen. Auch hatten wir jetzt vor ein paar Tagen einen Vertreter da, der ist unterwegs in Frankreich, der ist unterwegs in Belgien, der ist unterwegs in London, sonst wo. Da, wo die ganzen großen Designer da sind. Designer machen Kollektionen. Designer lassen auch Stoffe übrig, die einfach zu viel sind. Und dann landen sie irgendwo in einem Lager, werden verschäbelt oder teilweise sogar vernichtet. Es sind keine günstigen Stoffe. Und ich habe mir überlegt, diese Designerstoffe in Zukunft vielleicht in Zusammenarbeit mit diesem Vertreter zu kaufen und selber was daraus zu machen. Es sind natürlich begrenzt auf die Menge, aber ich glaube, da könnten wir richtig, richtig, richtig verrückt werden. Achtet jetzt nicht auf die Farben, ne? Ich zeige euch mal hier etwas. Ihr seht schon Double Collar, das liegt einfach dran, weil wir hatten keinen Ripstoff in dem Material. Schaut euch den Schnitt an. Keine Oversized. Aber hier Version 2. Aber auch kein Regular. Wir haben so einen Schnitt gemacht, der so ein bisschen die Vorteile aus beiden Welten nimmt und trotzdem noch einen klassischen Look hat, für Büro geeignet ist, für Schule geeignet ist, für den Alltag geeignet ist, der für alles geeignet ist. Und diesen Relaxed Fit nennen wir es ja, was wir auch bei unseren T-Shirts haben, was so ein bisschen mehr lockerer ist. Aber
ich hätte mal Lust, einfach vielleicht ein paar kleine Stücke zu machen, ein paar Sweater, ein paar Hoodies, ein paar Zip-Hoodies, einfach in diesem Relax-Fit zu machen, die einfach für den Alltag geeignet sind. Was haltet ihr davon? Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch so ein bisschen Hemmung, weil hier laufen ja 8 Stunden am Tag Mitarbeiter. Und ich habe irgendwie so ein bisschen die Hemmung, die Kamera anzuschmeißen und hier rumzulaufen und mit der Kamera zu reden. Das ist mir irgendwie noch unangenehm. Aber ich kämpfe damit, ich bemühe mich, dass ich mehr jetzt den Alltag filmen kann. Und ich werde euch jetzt auch die Tage, die restlichen Produktionstage so ein bisschen abfilmen, wie wir die Teddy-Sachen fertig machen und wie die Stoffe kommen und, werde ich euch alles zeigen. Weil ich sage euch ehrlich, ich konnte jetzt die ersten 2 Tage einfach nicht filmen. Es war so stressig, so viel zu tun gehabt. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber ich verspreche euch, ich bin da dran und es wird immer mehr und mehr und mehr und mehr kommen. Sowas habt ihr noch nie bei jemandem gesehen, wie viel ihr zu sehen bekommt. Also ihr wisst ja, Transparenz ist so unser Ding. Bleibt dran.